Also, Herr Dr. Wallwey, ich war zwischendurch schon geneigt zu sagen, eigentlich haben wir das erste Resümee schon gefunden. Hier gibt es überhaupt niemanden mehr, der einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn oder, wenn man es anders formuliert, eine absolute Lohnuntergrenze verteidigt. Jetzt sind Sie hier natürlich deutlich in der Minderheit, weil der FDP-Minderheitenschutz wichtig ist, würde ich Ihnen noch mal Gelegenheit geben. Jetzt haben Sie hier jede Menge Gegenargumente gehört. Halten Sie das trotzdem tatsächlich noch für ein akzeptables Instrument oder müssten wir eigentlich nicht viel mehr auf diesem Pfad weitergehen, den ja nahezu alle anderen, einschließlich der Gewerkschaften, hier beschrieben haben, nämlich branchendifferenziert vorzugehen? Ich habe ja eben schon mal ausgeführt, dass ich das nicht unbedingt als einen Gegensatz betrachte. Ich meine, dass wir in Branchen, in denen es eine hinreichende Repräsentanz gibt, natürlich die Tarifautonomie hochhalten müssen. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Es gibt aber halt eben auch die anderen Bereiche, es sind ja auch die historischen Tarifverträge eben angesprochen worden. Und die Frage ist letztendlich natürlich, ob wir nicht das, was wir momentan, das haben wir hier noch gar nicht angesprochen, was wir momentan haben, auch an sogenannten impliziten Mindestlöhnen, nicht auch zu expliziten Mindestlöhnen machen. Ich will das nochmal kurz erklären, was ich damit meine. Ein impliziter Mindestlohn ist im Grunde das, was sich letztlich aus dem Grundsicherungsanspruch einer Person ergibt, die ja auch theoretisch Vollzeit tätig wäre, aber eine Sozialleistung erhält. Man kann das umrechnen, sozusagen, was für ein Nettolohn das wäre. Wir reden dann da etwa über 4,50 Euro. Man kann natürlich dann auch nochmal das umrechnen in Bruttolöhne. Man weiß auch, dass es da gewisse Abstände bedarf. Deswegen muss man sehen, dass es in der Gesellschaft so etwas wie Mindestlöhne schon allein im Sozialsystem gibt. Und ich halte es schon für sehr bedeutend, dass eine Person, die letztendlich Bemühungen anstellt auf Vollzeitbasis, letztlich eine Chance findet, sozusagen aus diesem Grundsicherungsbezug herauszukommen. Und deshalb denke ich, dass diese untere Auffanglinie genau das zu beachten hat. Dabei rede ich nicht, dass wir uns hier missverstehen auf dem Podium oder überhaupt. Ich rede nicht über 8,50 Euro oder 10 Euro dabei, sondern ich habe mich in Gutachten mal geäußert. Ich habe geredet über 6 Euro oder 6,50 Euro, die nämlich schon einen gewissen Abstand darstellen würden. Und ich rede auch nicht über Kommissionslösungen oder politische Lösungen, sondern eine ganz klare Bindung letztendlich auch an die Anpassung beim Regelsatz Hartz IV. Weil der natürlich auch angepasst wird und abhängig ist letztendlich von der allgemeinen Lohnentwicklung. Und da wäre, würde ich sagen, müsste auch so eine untere Auffanglinie genau dies berücksichtigen. Und die Sorge, die ja hier zum Teil geäußert worden ist, dass eine solche Zahl möglicherweise hier aber trotzdem weitere politische Dynamik in Gang setzt. Also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt sagen würden, naja, es sind 8,50 Euro am Markt, 10,50 Euro sind am Markt und Politik würde plötzlich sagen, naja, wir steigen jetzt mal mit 6,50 Euro ein. Glauben Sie, dass das dauerhaft im politischen Wettbewerb bestehen kann? Hier ist ja auch von vielen Kollegen die Sorge geäußert worden, was macht so eine politische Diskussion aus der Sache, nämlich einen Überbietungswettbewerb. Glauben Sie, Politik kann das dauerhaft durchhalten, entweder der Verlockung zu widerstehen, Wahlkampf mit höheren Mindestlöhnen zu betreiben oder eben indirekt diesen nach oben zu schieben, indem man eben schlichtweg dann an den Regelsätzen schraubt? Ja gut, ich meine, das an den Regelsätzen zu schrauben, das kann man Ihnen leicht vorrechnen, was da passiert. Also das wäre für den Steuerzahler eine ziemlich teure Angelegenheit. Deswegen hätte ich da wenig Sorge, dass Politik auf die Idee käme, an der Stelle zu sagen, wir heben die Regelsätze mal ebenso an. Also wir reden da auch schnell über Milliarden, also je nachdem, was man sich da überlegt. Deswegen glaube ich, wäre die Versuchung an der Stelle eine, die man auch zu bezahlen hätte. Das andere ist, glaube ich, dann die Frage, und ich glaube, da muss man eindeutig kommunizieren, was für einen Zweck hat eigentlich eine, wie ich jetzt sagen würde, untere Auffanglinie, eine Lohnuntergrenze, oder ist man eben an etwas ganz anderem interessiert, dass im Grunde dann
wirklich auch hineingreift, also auch in viele Tarifverträge. Das, wenn ich über 8,50 Euro oder 10 Euro rede, das ist ja eben schon mal angeführt worden, reden wir ja auch über ganz andere Betroffenheiten. Also man kann über die Zahl der Personen, man könnte auch die Sektoren benennen, die Personengruppen benennen. Deswegen ist es dann die Frage, was will ich sozusagen mit einer gesetzlichen Regelung erreichen? Das habe ich ja auch gesagt, warum ich sagen würde, es gibt Ansatzpunkte, die aber nicht unbedingt substituieren sollten, das, was Tarifparteien sinnvoll tun. Das wären nämlich die Größen, die würden die meisten Tarifverträge überhaupt gar nicht tangieren, und Tarifverträge hätten natürlich die Möglichkeit, dann auch das zu regeln, was in deren Kompetenzbereich liegt. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Frage letztendlich, wie man diese Untergrenze begründet, und von da aus würde ich sagen, wäre dann dieser politische Wettbewerb, sage ich mal, aus meiner Sicht dann nicht mehr eine so große Gefahr, wenn man sich einig darüber ist, was er sein soll. Letztendlich, das ist eigentlich mein entscheidender Punkt. Also mir gefällt Ihr großes Vertrauen in die Rationalität in der Politik. Wir senden diesen Beitrag, leiten wir Jürgen Trittin zu, der mit seiner Partei ganz ausdrücklich für eine massive Erhöhung des Regelsatzes steht. Aber Herr Dr. Lesch, kommen wir mal zu den konkreten Vorschlägen, die wir hier zum Teil gehört haben. Müssen wir nicht in eine stärkere Anwendung des Instruments der Allgemeinverbindlichkeit gehen? Müssen wir nicht einfach das Entsendegesetz öffnen? Was sagen Sie denn aus der Perspektive des Instituts der Deutschen Wirtschaft zu diesen Vorschlägen? Ja, ich habe mich ja extra in dem Statement zurückgehalten. Ich möchte aber ein Argument noch oder einen Kommentar zu Herrn Wallwey abgeben. Die Diskussion oder sagen wir mal die Tatsache, dass man irgendeinen niedrigen Mindestlohn einführt, wird ja nicht die Diskussion beenden, nicht nur die politische. Das ist eine Kampagne der Gewerkschaften, und wenn Sie sich die historisch angucken, dann hat die immer mehr Dynamik gewonnen und die wird sich niemals bei 6,50 oder 6 enden. Die Grundsatzfrage, die wir uns stellen müssen, was wir diskutieren müssen, ist diese Frage, muss jeder Vollzeitbeschäftigte automatisch von seiner Händearbeit leben können? Ja, das setzt mindestens 6 oder 6,50 voraus. Ja, und diese Debatte gewinnen Sie ja niemals, weil den Gewerkschaften 6,50 zu wenig ist. Ja, also das ist nicht nur die Politik, sondern es geht weiter. So, auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir haben 2003 ein Gutachten für den Landesschlichter, für Herrn Pollmeier gemacht, NRW-Arbeitsministerium zur Reform der Allgemeinverbindlichkeit, zusammen auch das WSI hat ein eigenes Gutachten, das ist das Gewerkschaftsinstitut. Und damals haben wir darauf hingewiesen, dass es gerade gut ist, wenig Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu haben, weil wir 2003, Sie erinnern sich, 5 Millionen Arbeitslose hatten und wir darüber geredet haben, dass wir zu hohe Löhne haben und dass wir ja gerade das sogenannte Tarifkartell, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, ich sage extra das sogenannte, weil es ist kein echtes Kartell, dem Wettbewerbsdruck durch sogenannte nicht tarifgebundene Außenseiterkonkurrenz ja setzen wollten. Ja, wir wollten ja Druck haben, dass die Tarifparteien diszipliniert waren, und das hat ja ein Stück weit auch funktioniert. Wenn Sie jetzt quasi die Allgemeinverbindlichkeit immer mehr reinholen, dann führt das doch letztlich dazu, dass die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände immer mehr kungeln können, ihre Tariflöhne so setzen, dass sie nicht darauf achten, wie viel schließen wir aus vom Arbeitsmarkt, sondern sie gucken drauf, wie bedienen wir unsere Klientel, und dann werden die Kosten wieder auf den Staat und den Steuerzahler externalisiert. Das heißt also, eine Reform der Allgemeinverbindlichkeit kann man erwägen, man muss aber vorsichtig sein. Für mich ist das kein Allheilmittel des Arbeitsmarktes, weil es einen Teil des Wettbewerbs außer Kraft setzt. Jetzt haben wir im Moment einen schönen Arbeitsmarkt. Klar, jetzt kann man die Kuh melken, wie das Willy Brandt auch schon mal gemacht hat. Aber man muss, glaube ich, da etwas vorsichtiger sein. Insofern bin ich zurückhaltend, was dieses Instrument anbelangt. Ich glaube, mehr Sympathie hätte ich für Ihren Vorschlag, dass man tatsächlich das Mindestarbeitsbedingungsgesetz operationabel macht. Ja, irgendwie, und dann eben diese sozialen Verwerfungen. Das Problem haben wir ja bei der Allgemeinverbindlichkeit auch schon immer gehabt. Sie können ja auch zur Bekämpfung eines sozialen Notstands theoretisch die 50%-Hürde da umgehen.
hat wohl einmal in der Landwirtschaft, wurde das mal, glaube ich, in den 50er Jahren diskutiert und auch umgesetzt. Es ist aber schwierig, das zu machen. Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, aber ich neige eigentlich dazu, über Aufstockung die Probleme zu regeln. Man müsste allerdings bei der Aufstockung von der Stigmatisierung weggehen. Sie müssen nicht als Bittsteller immer zu den Behörden gehen, zu den Arbeitsagenturen, um das Geld einzufordern, sondern man sollte es per Steuergutschrift machen. Jeder Mensch, ja, der arbeitet, sollte automatisch dann auf einen bestimmten Satz kommen, ohne jedes Mal zum Arbeitsamt rennen zu müssen. Ja, Johannes, das ist natürlich jetzt ein starkes Statement gewesen. Ist der Vorschlag zum Entsendegesetz, steht er in der Tradition von Willy Brandt? Und möchtest du sozusagen die Kuh jetzt melken? Nein. Wie siehst du das denn? Nein, ich möchte die Kuh nicht in Tradition von Willy Brandt melken. Ich stimme Herrn Lesch im ersten Teil seines Statements 100% zu. Nämlich, ich glaube, wenn die Politik und ich Herr Wallwey und ich sitzen sehr häufig auf Podien gemeinsam sind uns häufig einer Meinung. Aber ich glaube, im Gegensatz zu ihm, was er eben gesagt hat, wenn wir der Politik den Hebel in die Hand geben des einheitlichen Mindestlohns, dann wird der Hebel gezogen und zwar über Gebühr. Und das will ich auf keinen Fall. Ich glaube, wie aber eingangs gesagt, man muss trotzdem auf Einzelfälle eine vernünftige Antwort geben können im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Und da, glaube ich, ist das aber Niemand-Sendegesetz einfach das, was wir haben, was wir ja auch schon genutzt haben. Und niemand spricht ja dafür, es jetzt auf alle Branchen auszudehnen. Das braucht auch niemand. Wir haben in den allermeisten Branchen überhaupt gar keine Lohnproblematik. Ich sage nur, es ist absurd, wenn wir ein funktionierendes Instrument haben, und da gibt es eine willkürliche Branchenaufzählung im Instrument, im Gesetz. Und wenn dann eine Branche kommt, die sagt, und wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber sagen, hier gibt es ein Lohnproblem und alle sind sich einig, der Einzelhandel ist zum Beispiel einer, der diskutiert es gerade, der steht aber nicht im Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Und dann geht es da nicht, was in der Pflege und in anderen Branchen ging, das überzeugt mich nicht. Ich glaube nicht, Herr Lesch, dass selbst wenn wir das Arbeitnehmer-Entsendegesetz öffnen würden, und ich glaube, das kann man ja gut ergänzen mit meinem Vorschlag zum Mindestarbeitsbedingungsgesetz, dem Sie zugestimmt haben, dass dann plötzlich 15 neue Branchen kommen. Wir haben gar nicht in so vielen Branchen eine Lohnproblematik in Deutschland. In den meisten ist eine tarifliche Lohnuntergrenze jetzt eingeführt. Nur es ist doch absurd, da Willkür walten zu lassen. Und wenn eine weitere Branche kommt, ist der nicht zu ermöglichen. Und, um Herrn Lesch die Sorge zu nehmen, dass das Arbeitnehmer-Entsendegesetz missbraucht wird von Arbeitgebern und Gewerkschaften, glaube ich ja, kann man gut einfach nochmal darauf verweisen, was ja das IW selber festgestellt hat. Nämlich, dass die richtige Lohnhöhe eben finden, differenziert finden und auch auf die konkreten Verhältnisse in der Branche eingehen, auch Ausnahmen vorsehen und dass da einfach ein funktionierendes System ist. Und ich habe mal gelernt, never change a running system. Und nichts anderes habe ich hier vertreten. Ja, Herr Dr. Göhner, never change a running system, das dürfte ja auch am Vertreter der Arbeitgeber gefallen. Ist die Sache denn so rund? Funktioniert das so? Ist das so problemlos? Wir haben jetzt gehört, Ihr Einwand, dass es möglicherweise Kartellbildung oder kartellartige Bildung geben könnte. Könnte man mit so einem ordnungspolitischen Instrument über das Bundeskartellamt möglicherweise entgegentreten? Also wäre das eine runde Sache? Auch Tarifpolitik entwickelt sich und hat sich geändert. 2002, 2003 hat der Lesch eben herangezogen. Damals hatten wir Tarifstrukturen, die mit den heutigen, ich wollte gerade sagen, nichts zu tun haben, ist übertrieben, aber es sind heute andere. Zum Beispiel waren damals Tarifverträge überfrachtet durch Detailregelungen, hatten zu wenig betriebliche Regelungsspielräume. Die IGBCE ist die Gewerkschaft gewesen, die als erstes mit dazu beigetragen hat, dass es mehr betriebliche Gestaltungsspielräume gibt. Es war damals eine breite politische Debatte. Bündnisse für Arbeit hat die FDP sehr stark öffentlich zu Recht debattiert und eingefordert. Heute gehört dieses höhere Maß an Flexibilität zur Tarifkultur in, man kann wohl sagen, allen Branchen. Insofern ändert sich so etwas. Was nun die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen angeht oder die Erstreckung nach dem Entsendegesetz, wie Herr Vogel dies hier vorgetragen hat, würde ich im Falle einer solchen gesetzlichen Regelung auch nicht erwarten, dass es da einen riesen Run darauf gibt. Also in der Metall- und Elektroindustrie, in der Chemieindustrie wird keiner daran denken, um mal die beiden größten Tarifbereiche zu nehmen. Aber es würde vielleicht in einigen Dienstleistungsbranchen ernsthaft diskutiert. Und auch da sage ich mal selbstkritisch,
wir waren, als das Entsendegesetz erweitert wurde, wenn ich mich richtig entsinne, genauso wie die damals ablehnende FDP skeptisch. Aber es ist ja erlaubt zuzulernen. Und nachdem das evaluiert ist und nachdem festgestellt worden ist, das ist für die Beschäftigung offensichtlich nicht schädlich gewesen. Es hat in Branchen, in denen es mit der Tarifbindung schwierig war, zur Stabilisierung der Tarifbindung beigetragen, kann man nämlich auch nachweisen, finde ich, sollte man diese Erfahrungen durchaus nutzen. Und meine Damen und Herren, der eine Gesichtspunkt, das ist vielleicht manchmal etwas schwierig zu begreifen und ich muss mich manchmal auch selbst rütteln. Aber wissen Sie, dass Tarifverträge in der Regel keine beschäftigungsschädliche Wirkung haben, das liegt an den Interessen derer, die die abschließen. Also die Arbeitgeber wollen das nicht, ist klar. Aber was man bitte auch mal konzidieren muss, die Wahrheit ist, auch die Gewerkschaften wollen das nicht. Ich meine, manchmal schießen sie mit ihren Forderungen übers Mögliche hinaus, das ist völlig klar. Aber das Interesse der Gewerkschaften ist doch auch schon aus Ordnung, aus eigenem Organisationsinteresse heraus, möglichst viel Beschäftigung zu haben und möglichst viele Mitglieder zu haben. Und in den letzten Jahren haben wir doch in Deutschland deshalb vor allem an Wettbewerbsfähigkeit hinzugewonnen, weil die Lohnstückkostenentwicklung bei uns moderater war als anderswo, sind wir wettbewerbsfähig, weil wir flexibler geworden sind. Und die Gewerkschaften haben das mitgetragen, in der Überzeugung, wir müssen tatsächlich eine neue Tarifpolitik machen, damit wir die Beschäftigung in Deutschland ausweiten. Das hat geklappt. Und diese Erfahrung, die wir gewonnen haben, ich sage mal so, ab 2005, 2006 hat es da wesentliche Änderungen gegeben, die ist eigentlich heute verinnerlicht und Grundlage, wenn ich jetzt mal aktuelle Tarifverträge angucke, sage ich jedenfalls, da spricht beschäftigungspolitische Vernunft raus. So, deshalb, selbst wenn es also eine erhebliche zusätzliche Zahl von allgemeinverbindlichen oder erstreckten, wäre der richtige Begriff, Tarifverträgen gäbe, unterstellt der Vorschlag von Herrn Vogel würde ins Gesetz kommen, wird das sich nicht beschäftigungspolitisch negativ auswirken, zumal, das ist allerdings die Voraussetzung, wenn man die Tarifvertragsgesetzvoraussetzung, 50% Tarifbindung, wie Sie vorgeschlagen haben, Herr Vogel, ins Entsendegesetz übernimmt. Das verhindert nämlich, dass eine Minderheit einer Branche dem Rest der Branche mal eben vorschreibt, wie die Löhne sein sollen. Insofern ist das eine wichtige Voraussetzung. Bei dem Mindestarbeitsbedingungengesetz habe ich persönlich nichts gegen die möglichen gesetzlichen Änderungen. Ich warne aber vor der Erwartung, dass mit Streichung eines unbestimmten Rechtsbegriffes da nun jede Menge Festsetzungen kämen. Ist aber ja auch gar nicht die Motivation und die Absicht, sondern im Gegenteil, Sie können sagen, es ist geradezu ein Argument, weshalb man das machen kann. Das akzeptiere ich auch. Denn, darauf möchte ich allerdings mal hinweisen, so ein Verfahren kommt nur in Gang, wenn man einen Antrag stellt. Als man dieses Gesetz novelliert hat in der Großen Koalition, haben wir gesagt, Leute, das scheint uns nicht effizient zu sein. Okay, die Koalition hat es gemacht und nun sind sämtliche zuständige Minister, die das beantragen könnten, in großkoalitionären Händen. Es gibt nur Arbeits- und Sozialminister der SPD in den Ländern oder ein paar der CDU. Und kein einziger von denen, bitte? Hannelore Kraft, Anima, null, nichts. Kein einzigen Antrag. Das hat bestimmte Gründe. Das hat auch mit der Gewerkschaft zu tun, die eigentlich sagen, ach, das ist doch gar nicht so ein Instrument, was wir wollen. Einverstanden. Nur auch da sage ich, wenn man das Verfahren also vereinfachen würde, wie es Herr Vogel vorgeschlagen hat, soll keiner glauben, es würde da eine Inflation von Mindestlöhnen nach mehr kommen. Deshalb finde ich diesen, sage ich mal, maßvollen Ansatz, den Sie dabei haben, sehr bedenkenswert. Bei der Nachwirkung muss man aufpassen. Die Nachwirkung, also nicht ein Tarifvertrag, der mal irgendwann in den 90er Jahren 3,50 festgelegt hat, jetzt zur Grundlage zu nehmen, da bin ich völlig bei Ihnen, wie ich ohnehin mal klar sagen möchte, ich halte Löhne von unter 5 oder auch unter 6 Euro hier in Düsseldorf oder in meiner ostwestfälischen Heimat für unanständig. Denn ich bin sehr wohl der Meinung, es ist richtig, dass ein Vollzeitarbeitnehmer von seiner Hände Arbeit leben können muss. Ich habe das jahrelang... Aber ich sage auch umgekehrt, der Vorschlag, den Herr Wallwey macht, der ist ja bedenkenswert, rein pragmatisch betrachtet, also wir nehmen die Grundsicherung, indexieren, Grundsicherung plus, was weiß ich, 10% oder 20% und indexieren den.
Das würde politische Einflussnahme per Kommission verhindern. Darüber könnte man nachdenken, rein pragmatisch. Ich habe nur zwei Einwände. Der erste, wenn so etwas diskutiert wird, es käme nie so. Ich meine, diejenigen, die einen gesetzlichen Mindestlohn vorschlagen, diskutieren entweder 8,50 oder aber, zum Beispiel mein persönlicher Freund Karl-Josef Laumann, sagt Zeitarbeit, es sind 8,19. Das liegt weit weg von dem, was Sie sagen und von dem Sie selbst sagen, das ist schädlich für Beschäftigung. So, also zu glauben, wir könnten einen gesetzlichen Mindestlohn mit den 6,50 kriegen, wie Sie es nennen, ist sozusagen wissenschaftliches Labor, könnte man pragmatisch darüber diskutieren, aber es gibt niemanden in der deutschen Politik, der das erwägt. Das Zweite, was mich viel mehr stört, ist diese Indexierung. Das könnte man dann ja zum Vorbild nehmen, nicht nur für den Mindestlohn, sondern auch für andere Löhne. Italien hat das mal gemacht, die Erfahrungen sind zu besichtigen. Das ist kein Modell für Tarifautonomie und deshalb glaube ich, man muss bei diesen Dingen immer auch aufpassen, dass man im Grundsatz irgendwo konsequent bleibt. Ich bin nicht jemand, der dauernd ordnungspolitische Grundsätze vor sich herträgt, aber wenn man an einer Stelle Indexierung sagen würde, warum dann nicht an der anderen Stelle? Dann geht das schnell quer durch. Und deshalb habe ich ein bisschen rein mehr pragmatische Bedenken gegen diesen Vorschlag und glaube, dass die Tarifpartner doch der bessere Ansatzpunkt sind. Da ist so eine Art Richtigkeitsgewähr oder Richtigkeitsprüfung drin. Wenn die beide sagen, das geht für unsere Branche, ist das mindestens ein Indiz dafür, dass es tatsächlich gehen könnte. Die Tarifpartner machen auch Fehler. Also die Arbeitszeitverkürzung 35 Stunden waren meines Erachtens katastrophaler Fehler. Nicht lange zurück, Tarifparteien haben gelernt. Alles regeln zu wollen, waren Fehler. Wir haben aber heute flexible, beispielsweise bei der Arbeitszeit, mit tausenden von Arbeitszeitmodellen in den Tarifverträgen, neue Modelle. Und deshalb glaube ich, ehrlich gesagt, die Tarifpartner sind manchmal schneller lernfähig als die Politik. Und deshalb ist mein Zutrauen in Sachen Löhne zu den Tarifpartnern größer als zur Politik, was nichts mit meiner sonstigen Nähe zu politischen Entscheidungen zu tun hat. Muss ich keine Sorgen machen, Herr Dr. Güner. Gerade die Liberalen sagen ja, wirtschaftliche Entscheidungen gehören in die Hände der wirtschaftlich Tätigen und nicht an den Grünen oder den Runden oder welchen auch immer gearteten Tisch in Berlin. Herr Haas, legen Sie das Mikrofon bitte gar nicht erst weg. Warten Sie. Ja, ich gebe Ihnen sonst meins. Oder haben wir hier eins, das funktioniert? Ja, bitteschön. Herr Dr. Güner hat was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, das Instrumentarium, das wir heute schon haben, ist nie scharf gestellt worden, weil es an Anträgen mangelt, weil es an Anträgen der Antragsberechtigten gefehlt hat. Warum haben wir eigentlich aus gewerkschaftlicher Seite dagegen noch nie so einen Sturm des Protests gehört, wie wir ihn ganz häufig bei anderen politischen Fragen erleben dürfen? Das müsste Sie ja eigentlich umtreiben, dass wenn es ein Instrumentarium gibt, das auch bewusst eingesetzt worden ist, dass aber, wenn Sie so wollen, dass sich die Zuständigen verweigern, das scharf zu stellen. Wie erklären Sie sich das eigentlich? Also ich will es mal so sagen, wenn Sie sich eine Waschmaschine kaufen, die habe ich gestern gekauft, weil mein alter kaputt gegangen ist. Und dann kriegt man eine Gebrauchsanweisung und man will ja eigentlich nur Wäsche waschen. So, aber wenn man sich die Gebrauchsanweisung durchgelesen hat, dann weiß man hinterher gar nicht mehr, was man überhaupt wollte. Also ich sage mal so, wenn jemand was möchte oder beziehungsweise gesetzlich geregelt haben möchte und dann hinterher ganz was anderes rauskommt, wie man eigentlich gedacht hat, dann sage ich mal, dann können wir besser selber aktiv werden, wir Gewerkschaften und Arbeitgeberverband, und bis die Politik soweit ist, haben wir das Ding schon längst erledigt. Weil da sind einfach keine Praktiker an Bord. Ich sage mal, also solche Dinge wie Allgemeinverbindlichkeit oder Mindestarbeitsgesetz oder solche Dinge, die sind einfach viel zu kompliziert, zu träge. Bis da eine Entscheidung getroffen worden ist, haben wir zwei Tarifrunden hinter uns. Also insofern ist meine Hoffnung da ganz gering, dass wir dann eine vernünftige Regelung sonst hinbekommen. Herr Alder, was sagen Sie denn, gar nicht mal erst in als Politiker, sondern als jemand, der ganz, ganz viel auch Erfahrung gesammelt hat im Bereich der Tarifverhandlung zu den Vorschlägen, die Johannes Vogel uns vorgestellt hat? Jetzt hören wir hier, das kann man alles machen. Maßvoll, vernünftig, minimalinvasiver Ansatz. Bringt das was?
Jetzt muss ich mich natürlich erstmal für befangen erklären, weil Johannes Vogel und ich natürlich immer im ständigen Kontakt stehen. Also ich muss Ihnen eigentlich allen so ein bisschen widersprechen, aber nur ein bisschen. Ja? Die Tarifparteien, ich habe es ja, glaube ich, gerade in so einem kurzen Abriss über 25 Jahre erklärt, dass das letztendlich alles geht, und wir haben ja sogar die Sozialversicherung verändert. Ne? Also geht auch, vor allen Dingen deren Fristen. Wenn ich auf die drei Instrumentarien eingehe, wir können das eine wirklich flexibler gestalten. Schauen Sie mal an. Christian Lindner sagt ja gerade, bei unserer geschätzten Ministerpräsidentin ist null gemacht worden. Ja klar, die Einflüsterer, die kenne ich auch. Meyer-Lauber, Schneider, ja. Meyer-Lauber kenne ich sehr gut, wohnt in Hagen, ja. Schon genügend Auseinandersetzungen mitgehabt. Die werden denen natürlich rein aus Ideologie sagen, es klappt nicht. Das Instrumentarium geht aber, hundertprozentig. Und wenn wir es so modifizieren, wie Johannes Vogel das vorschlägt, werden wir das mit Sicherheit machen können, mit dem Mindestarbeitsbedingungsgesetz. Entsendegesetz sehe ich etwas anders aus der Praxis heraus, dass es ja eigentlich eher geschaffen worden ist. Denken Sie bitte mal an die wilden 90er Jahre, als alles aus dem Osten rein tröpfelte, dann rein strömte und letztendlich große Arbeitgeberverbände, einzelne Arbeitgeber, aber auch Gewerkschaften Angst hatten. Wir werden da von billigen Arbeitern für den Bau, für die, ich glaube, fürs Reinigungsgewerbe war das, also Baureinigungs-, Gebäudereinigungsgewerbe etc. überschwemmt. Also das Instrument halte ich jetzt nicht unbedingt so für das Strahlende. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung hatte ich mich ja geradezu geäußert. Da wäre ich auch für, dass es so eine Begrenzung gibt. Offen gestanden, ich wusste es auch nicht, dass der Tarif bei den Friseuren von 1999 stand. Also von daher gesehen kann ich da nur zustimmen, dass sowas begrenzt wird. Aber vielleicht noch eine andere Zahl, wenn ich die anfügen darf, wo die Gewerkschaft immer mit operiert, nicht Sie, dass bei der Zeitarbeit nur 7% kleben geblieben sind, ne, in einem festen Arbeitsverhältnis. Das ist die Formulierung. Stimmt, das ist eine Zahl aus dem Jahre 2008, als die Wirtschaftskrise ausbrach. Danach war es dann wieder doch die üblichen 30-40%. Ne? Also Sie sehen, wie mit den Zahlen dann da operiert wird. Haben wir alle drei Instrumente behandelt? Bestens. Hervorragend. Herr Dr. Göhner, Sie wollten spontan reagieren. Ja, der Einwand, Entsendegesetz ist problematisch, wird eigentlich gedacht für Entsendearbeitnehmer aus anderen europäischen Ländern. Ursprünglich, historisch war das so, aber ich finde, Herr Vogel verbindet ja seinen Vorschlag mit einem interessanten Gedanken. Und in Anführungsstrichen nur, deshalb sage ich auch, ja, darüber kann man nachdenken. Nämlich die 50% Erfordernis aus der Allgemeinverbindlichkeit ins Entsendegesetz zu übernehmen. Was ist dann der Unterschied? Ich will das mal am Beispiel dieser Branchenzuschlagstarifverträge, über die Herr Haas vorhin gesprochen hat, kurz skizzieren. Wenn wir den Branchenzuschlagstarifvertrag allgemeinverbindlich erklären würden, es gibt Überlegungen, das zu tun, dann würde aber, sagen wir einmal, die Tochter eines deutschen Zeitarbeitsunternehmens mit Sitz in Stettin, in Bielefeld haben wir ein bedeutendes Zeitarbeitsunternehmen, der hat ein Tochterunternehmen in Stettin, der könnte eine solche Allgemeinverbindlichkeit leicht umgehen, indem er auf den Branchenzuschlagstarifvertrag verzichtet und sagt, ich wende zwar den Tarifvertrag an, aber nicht den Branchenzuschlag. Das würden Sie mit Ihrem Vorschlag verhindern können, weil wir dann die Erstreckung eben auch auf die anderen europäischen Länder vornehmen können. Das ist ein gravierender Unterschied zur bisherigen Rechtslage. Deshalb finde ich, mit diesen Systemänderungen kann man das sehr wohl betrachten. Es ist rechtstechnisch nicht so ganz einfach. Diese Formulierung, wir strecken das Entsendegesetz auf alle Branchen, ist ein europarechtliches Problem dahinter, aber das kann man behandeln. Der politische Wille, den Sie damit verbinden, dem kann ich durchaus zustimmen. Ja, herzlichen Dank. So, wir sind ja eine Partei, in der Mitbestimmung, Eigenverantwortung und Beteiligung ganz groß geschrieben wird. Deshalb möchte ich Ihnen als Publikum jetzt Gelegenheit geben, Fragen an unsere Experten zu stellen. Möchte jemand aus dem Publikum sich beteiligen? Vorne, Franziska, bitte. Bitte auch kurz sagen, an wen sich die Frage richtet, und präzise und prägnant die Frage stellen. Also ich möchte erstmal mit einem Dankeschön anfangen. Also ich habe schon bei der Einladung gesehen, dass das eine ganz tolle Veranstaltung wird, und es hat sich bewahrheitet. Danke für die tolle Organisation, aber auch ja, für die tollen Beiträge von Ihnen. Ich darf ja dem Landesfachausschuss Arbeit und Soziales vorsitzen, und ich habe sehr, sehr viel Bestätigung gefunden, aber auch sehr, sehr viel noch heute gelernt und mitgenommen. Mir hat ein Aspekt gefehlt noch, vielleicht ist der aber auch nicht so wichtig, das würde ich gerne von den beiden Wissenschaftlern mal hören.
Inwiefern wäre ein Mindestlohn denn auch im Anbetracht der Inflation gefährlich? Wenn ich mir vorstelle, die Friseurin in Bautzen verdient auf einmal das Doppelte, das gönne ich ihr von Herzen, gar keine Frage. Die macht auch bestimmt einen tollen Job. Aber müsste dann nicht auf einmal der Haarschnitt auch das Doppelte kosten? Und wer bezahlt das? Ne? Und haben wir nicht auch von der Seite auch für die Gesellschaft ein Riesenrisiko? Also, klare Frage, klar adressiert, Herr Dr. Lesch, Herr Dr. Wahlwey, wie sieht es mit den Inflationstreibergefahren aus? Ja, das ist das kaputte Das Problem ist natürlich vor allem im Dienstleistungssektor, der, sagen wir mal, nicht so einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt wird, dann da können Sie Preise überwälzen. Das hängt ja aber von der Marktstruktur ab. Ne? Müssen die Unternehmer es finanzieren, wenn sie höhere Mindestlöhne, also höhere Löhne zahlen müssen, oder können sie es abwälzen? Seriöse Schätzungen, was für Preiswirkungen gibt, gibt es genauso wenig wie zu den Beschäftigungswirkungen. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt gemacht. Es gibt natürlich Inflationseffekte. Ich bin allerdings der Meinung, dass diese Inflationseffekte okay sind. Denn wenn Sie 10% mehr verdienen und dadurch steigt die allgemeine Inflation, oder Sie in Ihrer Branche, und dadurch steigt die allgemeine um 1, haben Sie einen Reallohnplus von 9. Die anderen, die möglicherweise besser verdienen, haben alle ein kleines Minus dann, ceteris paribus. Und das ist okay, das ist Umverteilung, wenn Sie wollen, über den Preismechanismus. Das ist okay aus meiner Sicht, nur es hängt, wie gesagt, diese Effekte immer von der Marktstruktur an, und Sie haben einen wichtigen Punkt gemacht: Wer bezahlt das? Das ist ja genau bei den Friseuren das Problem. Ja, sind wir bereit, für bestimmte Arbeiten eben einen angemessenen Preis zu zahlen? Und wenn Sie das dann schwarz schneiden lassen können oder in irgendwelcher Form umgehen, dann nützt Ihnen das alles nichts. Und gerade in Dienstleistungssektoren, in einfachen, arbeitsintensiven Handwerksleistungen haben wir Umgehungen. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man da die Löhne auch nach unten fallen lassen in einer gewissen Weise. Ich bin übrigens nicht Herr Gönners Ansicht, dass jeder von seiner Arbeit leben muss oder können sollte. Das mag man als Ziel haben, aber wir hatten die Fälle derer, die langzeitarbeitslos waren, die Probleme haben, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Da bin ich der Meinung, es ist zumutbar, für einen bestimmten Zeitraum auch eben nicht existenzsichernde Löhne zu haben. Ja? Und überall da, wo der Markt im Prinzip solche Löhne nicht hergibt, weil Schwarzarbeit oder was auch immer ausweichend möglich ist, müssen wir auch in Kauf nehmen, dass wir vielleicht nur 5 oder 6 Euro Löhne haben. Ja gut, ich meine, die Frage, die Sie stellen, bezieht sich ja nicht alleine auf die Preise, sondern natürlich auch auf die möglichen Beschäftigungseffekte. Und entscheidend ist tatsächlich am Ende, was in dem Unternehmen passiert. Also gibt man tatsächlich dann diese höheren Löhne weiter über, in dem Fall jetzt bei dem Friseursalon, eben über höhere sagen wir mal Preise an die Kunden, oder setzt man sozusagen da mehr auf Technik, auf Arbeitsorganisation? Da würde ich sagen, gibt es definitiv Grenzen, gerade in dem geschilderten Fall. Was man sicherlich mit zu bedenken hat, ist, dass wir neben natürlich der Schwarzarbeit auch Eigenleistungen sind zu bedenken. Das ist natürlich völlig klar, dass Sie natürlich möglicherweise dann auch, und gerade beim Friseur, Sie müssen nicht so häufig gehen unter Umständen. Also da kommen verschiedene Aspekte natürlich mit hinein, wenn die Preise steigen. Weil klar ist, dass diejenigen, die in Anspruch nehmen wollen, diese Dienstleistung, darauf am Ende des Tages reagieren werden. Darf ich einen Satz sagen? Ja. Die Frage nach der Inflation finde ich völlig berechtigt. Stellen Sie sich mal vor, bei dieser Kommission Nidis wurde gesagt, wir erhöhen die Mindestlöhne in diesem Jahr um 3%. Meinen Sie, anschließend gäbe es eine einzige Gewerkschaft, die bei der nächsten Tarifverhandlung es sich leistet, das ist der Gedanke, den Herr Lindner vorhin angesprochen hat, sich leisten würde, unter 3% abzuschließen, und schon hätten Sie diesen Effekt. Und wenn Sie in die Mindestlohnländer gucken, dann sehen Sie das auch. Die Entwicklung des Mindestlohnes bestimmt dann auf einmal die Tariflohnentwicklung, nicht mehr die Situation der Branche, und deshalb ist inflationär ändern. Okay, ich glaube, Frage klar und eindeutig beantwortet. Die nächste Frage hatten wir hier vorne, bitteschön. Ich gönne mir vielleicht drei kurze Fragen. Die erste an Herrn Dr. Wahlwey. Sie haben gesagt, eine Lohnuntergrenze sei für Sie ein mögliches Zwischenkriterium. Da stelle ich mir aber die Frage, ob wir die Lohnuntergrenze nicht längstens haben. Es gibt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die sagt, es gibt sittenwidrige Löhne, die eine bestimmte Grenze festlegt. Und daran schließt sich eigentlich dann meine nächste Frage an. Was meines Erachtens bisher unbeantwortet geblieben ist, was ist denn in Bereichen, wo es tatsächlich keine Tarifverträge gibt?
Das ist ja gerade im Osten Deutschlands häufig der Fall. Da hilft auch die Branchenlösung nicht. Da, wo die Branche keinen Tarifvertrag hat, habe ich keine Lösung. Das wäre eine Frage, die mich interessieren würde. Eine dritte Frage, die dann auch eigentlich wieder an alle geht. Was passiert denn bei den ganz großen Branchen? Sie haben ganz häufig heute, weil es auch, glaube ich, in der FAZ drin stand, den Einzelhandel schon angesprochen. Der Einzelhandel erstreckt sich von den Großkonzernen Metro und so weiter bis hin zu den Tankstellen. Die Tankstellen sind Betriebe mit vielleicht 5 Mitarbeitern, wenn es hochkommt. Da können unmöglich die gleichen Bedingungen richtig sein. Das heißt, auch da, meine ich, müssten wir überlegen, wie finden wir Lösungen. Vielleicht können wir die Fragen doch gezielt, wenn wir sie an alle richten, dann haben wir kaum eine Chance, haben wir kaum die Chance, sozusagen noch andere zu Wort. Herrn Dr. Wahlwey, und vielleicht können wir bitte? Ja, okay, wunderbar. Dann bitte, Herr Dr. Wahlwey und dann Johannes Vogel. Ja gut, ich glaube, das Thema sittenwidrige Löhne haben wir tatsächlich noch nicht angesprochen. Das würde ich sagen, ist auch sozusagen eine definitive Lohnuntergrenze, die wir haben. Entscheidend ist natürlich da letztendlich der Maßstab, weil der sittenwidrige Lohn bestimmt sich ja sozusagen an dem Referenzmarktlohn in dem jeweiligen Teilbereich. Damit sind wir natürlich dann noch nicht zwingend sozusagen bei einem Lohnniveau, was der Existenzsicherung dient. Also das würde nicht unbedingt den Kriterien dann die Kriterien erfüllen, die ich eben genannt habe. Aber klar ist, dass wir da ähnlich wie beim Grundsicherungsniveau einen weiteren sogenannten impliziten Mindestlohn haben. Das ist richtig. Ja, zum Thema weiße Flecken. Also erstmal muss man sagen, das wird in der Debatte sehr stark aufgebauscht, weil wir gar nicht so viele Branchen haben, wo über sehr niedrige Löhne diskutiert wird, wo wirklich kein repräsentativer Tarifvertrag existiert, den man erstrecken könnte. Und deshalb ist das, glaube ich, muss das Instrument der ersten Wahl bleiben. Es gibt aber ja, dazu haben wir heute schon auch mehrfach verschiedene was gesagt, das subsidiäre Auffanginstrument Mindestarbeitsbedingungengesetz, was genau für solche Branchen ist, wo es wirklich so gut wie gar keinen, auch nur annähernd repräsentativen Tarifvertrag gibt. Auch das ist schon Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft. Nur, das wurde ja schon gesagt, es gab bisher nur einen Antrag in einer Branche, die Callcenters. Das zeigt auch übrigens, dass wir gar nicht über so viele Branchen reden. Es könnte aber jeder beantragen. Könnten die Landesregierung beantragen, die Tarifpartner, es wird nicht gemacht. Und es wird immer wieder gesagt, das Gesetz sei so bürokratisch und dann wird auf diesen unbestimmten Rechtsbegriff soziale Verwerfung verwiesen. Und deshalb sage ich, glaube Bestandteil einer Optimierung und Überprüfung der Gesetze müsste sein, den zu streichen, ja, weil gerade, wie Herr Göhner eben gesagt hat, dann das Argument wegfällt. Und dann jeder, der sich Sorgen macht, dass es eine Branche gibt, wo wirklich gar kein Tarifvertrag existiert, wo wir eine Lohnproblematik haben, kann da einen Antrag stellen. Und das Argument, das sei alles so unpraktikabel und so schwierig, würde wegfallen. Ich glaube trotzdem am Ende, es würde sich zeigen, was ich eingangs gesagt habe. Wir reden nicht über sehr viele Fälle, ganz im Gegenteil. Aber das Instrument wäre da und auch dafür gäbe es eine Lösung. Okay, ich habe jetzt hier noch ein, zwei. Oh, jetzt gehen die Finger in die Höhe. Wir versuchen mal so viel wie möglich davon abzuarbeiten. Das setzt aber voraus, dass alle Beteiligten diszipliniert und prägnant und möglichst gezielt die Frage stellen. Bitte. Ja, ich wollte mich zunächst mal bedanken, dass überhaupt die Diskussion stattfindet. Denn vor 2 Jahren hätte es in der FDP diese Diskussion gar nicht gegeben. Ich glaube, Herr Lindner trägt dazu positiv bei, dass überhaupt diskutiert wird. Dann kommt aber meine kritische Frage. Wir sehen, wie kompliziert das Thema ist. Und das der Bevölkerung allgemein zu vermitteln, ist fast eine Möglichkeit. Ich wage aber die These, wenn wir nicht eine schlagkräftige Antwort irgendwie in diese Richtung geben, dann werden wir die entscheidenden Prozente verlieren, dann werden die anderen die 9 und 10 Euro durchsetzen, weil wir die Mehrheit nicht mehr haben. Wir müssen also einen Konsens finden für eine Antwort, die schlagkräftig nach außen wirkt, die nicht zu viel kaputt macht. Also das ist ja mehr ein klares... Das ist die Frage an die Politik. Genau, das ist ja ein... Klares Plädoyer für diesen... Ich kenne hunderte von FDP-Sympathisanten und vorhin hat es der Beifall auch gezeigt. Mhm. Auch die hier versammelt finden diese Löhne, mit denen wir totgeschlagen werden. Das ist ja das Schlimme. Wie viele Friseusen gibt es? Oder Friseurinnen? Ja, die Frage ist, glaube ich, rübergekommen. Deswegen müssen wir eine Antwort finden.
So, und das ist ja jetzt mehr Plädoyer dafür gewesen, diesen eingeschlagenen Weg so zu gehen, dass man ihn auch hinterher vernünftig erklären kann. Da ist zum Beispiel für ja. die Kopplung irgendwo ja. Sie, eine, bis, einer Versuch, einer Objektivität. Berücksichtigen Sie immer, dass auch noch andere vielleicht noch präzisere Fragen haben, aber vielen Dank sozusagen für den Rückenwind, den Sie uns mitgeben für die Veranstaltung. Aber ich glaube, das war ja jetzt mehr Plädoyer als Frage. Bitte, hier ist die nächste Frage. Bitte präzise möglichst an einen. Okay, dann richtig, die ist zweigeteilt. Die richte ich einfach mal an die Vertreter der Gewerkschaft, aber auch der Arbeitgeber dann an der Stelle, aber eben auch der Politik. Das ist dann doch wichtig in dem Gesamtkontext. Wir unterhalten uns hier über den Niedriglohnsektor. Wir unterhalten uns hier angrenzend an den Bereich Zeitarbeit, der ja nach den neuesten tariflichen Entwicklungen, weiß Gott, kein Niedriglohnsektor mehr ist in dem Bereich. Jetzt rechnen wir die Arbeitszeiten mal zusammen. Das heißt, aus meiner Sicht, aus Gewerkschaftssicht, Arbeitgeberverbandssicht, aber auch politischer Sicht, unterhalten wir uns hier vielleicht über 8-10% der Arbeitsmarktteilnehmer. Was ist mit dem restlichen Anteil der Arbeitnehmer? Die gesamte Arbeitsmarktpolitik, auch in der Tarifpolitik, dreht sich um einen kleinen Prozentsatz aller Arbeitnehmer. Was ist mit den anderen Arbeitnehmern? Sind die völlig abgekoppelt in der Diskussion? Findet für die noch was statt? Zweite Frage dabei, und die richtet sich direkt an die Politik, da war der Einwand gar nicht mal so schlecht, Herr Dr. Wallwey, an der Stelle. Wie sieht es überhaupt mit der Nettolohngestaltung seitens der Politik aus? Wir reden ständig über Bruttolöhne, aber wo bleiben im Prinzip die Steuerentlastungen für den Arbeitnehmer? Also, zweigeteilte Frage, Herr Dr. Göhner, mögen Sie anfangen? Ist das nicht zu eng? Ist die Diskussion nicht zu eng geführt? Die Frage war an die Politik, das letzte greife ich mal auf, weil ich nicht verstehe, dass die Koalition es nicht bringt, das herauszustellen. Meine Damen und Herren, die Nettolöhne sind heute höher als vorher. Seit Senkung des Rentenversicherungsbeitrages ist trotz der Blockade des Gesetzes zum Abbau der kalten Progression es durch diese Regierung erreicht worden, durch diese Koalition ist erreicht worden, dass die Leute mehr Netto vom Brutto haben. Dass es mehr sein müsste, mehr Netto vom Brutto, ist richtig. Das verdanken wir der Mehrheit im Bundesrat, dass sie dieses Gesetz, den Gesetzentwurf, den Gesetzesbeschluss des Bundestages zur Begrenzung der kalten Progression angehalten. Um die Mehrheit der Arbeitnehmer, um deren Lohnentwicklung, um den Arbeitsmarkt müssen sich die Tarifpartner kümmern. Und das tun wir. Und ich finde, das hat doch Herr Vogel vorhin sehr schön in seinem Eingangsstatement deutlich gemacht. Der Zustand des Arbeitsmarktes heute ist doch ein Kompliment, ich will jetzt nicht nur sagen an die Tarifpolitik, an Politik plus Tarifpartner. Wir haben es doch geschafft, mehr Beschäftigung zu erreichen. Wir sind wettbewerbsfähiger, unsere Lohnstückkosten sind zurückgegangen. Wir haben ein Höchstmaß an Flexibilität. Wir haben eine reale Einkommensverbesserung der Arbeitnehmer. Und deshalb finde ich, ist dieser Gedanke, sich um die große Masse der Arbeitnehmer zu kümmern, richtig. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Es entbindet uns nicht, uns um die zu kümmern, die keine Arbeit haben, die weiter den Zugang zur Arbeit haben müssen, den wir nicht erschweren dürfen. Und es entbindet uns auch nicht, für diejenigen, die drin sind und noch im Niedriglohnbereich sind, Aufstieg zu organisieren. Wir müssen eine Aufstiegsgesellschaft sein. Das ist nur mit Hilfe von Tarifpartnern plus einem besseren Bildungssystem möglich. Ich finde, der eigentliche soziale Skandal unserer Gesellschaft liegt nicht in der Zahl niedriger Löhne, sondern in der Tatsache, dass mehr als 10% junger Schulabsolventen nicht ausbildungsfähig sind. Das ist der eigentliche Punkt. Man merkt, dass Herr Dr. Göhner auch auf dem Feld der Politik beschlagen ist aus einem früheren Leben, hat deshalb, glaube ich, schon den politischen Bereich gut mit abgedeckt. Mal schauen, ob wir das Spiel genau umgekehrt machen und Ulrich Alda jetzt sozusagen nochmal das Thema aufgreift. Sind wir eigentlich nicht zu eng fokussiert mit der Zeitarbeit? Ja, war es jetzt nur die Zeitarbeit oder auch die Sozialabgaben hier? Es ging doch um die allgemeinen Abgaben, glaube ich. Ja? Ja, das okay. Hat Herr Dr. Göhner ja eigentlich schon sehr pointiert beantwortet. Ja. Marco Buschmann, ich will ganz ehrlich sagen, die Zeitarbeit wird ja immer als Totschlagsargument benutzt. Und ich glaube, ich habe ja auch in meinem Referat gerade ganz kurz gesagt, die Zeiten da sind eigentlich faktisch vorbei. Nur es wird wieder, ich will sie jetzt nicht hochholen, diese kleinen Blättchen, die überall mit diesen Neidkampagnen verteilt werden. Ich sehe das so, Johannes Vogel hat die Zahlen gesagt, es ist eigentlich alles Blödsinn, was da ist. Nur eins,
und das muss man sagen, auch in der Zeitarbeit, ob Niedriglöhner oder nicht, glauben Sie mir eins, die Mittelschicht ist gekniffen mit den Steuern. Aber gucken Sie mal genau hin, wo die Steuern erst anfangen, auch beim Junggesellen. Und die sind da sogar noch relativ niedrig. Ich sage Ihnen eins, ich mache meine Lohn- und Gehaltsabrechnung immer noch selbst. Ja, ich kann nicht die Tabellen auswendig, habe ich auch noch keine Lust zu, aber ich sehe jeden Monat, was ich da vom Computer vor mir habe und was ausgedruckt wird. Und dann kommen die Sozialbeiträge und die fressen die Leute auf, das sage ich Ihnen ganz klar. Und da sind wir wieder bei unseren Freunden vom DGB, nicht bei Ihnen, Herr Hass, ich sage es ganz offen, sondern bei den anderen, ja? Wo mir in Diskussionen dann gesagt wird, ja, ja, Sie da, ne, Schwarz-Gelb, Sie senken hier die Lohnnebenkosten, die Rentenbeiträge und sowas, Sie wollen die alle nur in die private Wirtschaft zwingen, ja? Das sind die Argumentationen, mit denen wir übrigens in diesem Wahlkampf extrem zu kämpfen haben werden. Es wird eine Neiddebatte werden, dass alles privatisiert wird, etc., etc., dass aber de facto die Zahlen schon sehr hoch sind im Sozialversicherungsbereich, auch für einen, auch wenn es weniger ist. Klar, stimme ich Ihnen ja zu, rein faktisch. Die Masse ist immer noch sehr, sehr hoch, auch für den Niedrigverdiener. Da sollen wir uns, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es sind insgesamt, glaube ich, lassen Sie mich lügen, 24% von seinem Einkommen, die weg sind. Egal, in welchem Bereich er verdient. Ob 3,50 Euro, 8,50 Euro oder ob er sehr viel verdient. Ja? So. Die SPD schlägt gerade ja, vor, den Rentenbeitrag um 3% zu erhöhen, den Pflegebeitrag um 0,5%, also zusammen 35 Milliarden, die Hälfte zu Lasten der Arbeit. Herr Dr. Güner, Sie sollten mal wieder die Seiten wechseln. Auch im politischen Bereich sind Sie bestens beschlagen. Wir kommen zu den nächsten Fragen. Hier, ich hoffe, ihr habt niemanden übersehen. Ladies first, wir fangen an. Bitte schön. Ja, ich möchte mal zurückkommen zu den sogenannten Aufstockern. Und zwar ist da ja schon von vielen Seiten sehr viel Gutes zu gesagt worden, zu den tatsächlichen Zahlen, wer ist denn tatsächlich davon betroffen, von seiner Arbeit nicht leben zu können. Und da ist für mich die Frage, ist es nicht so, wenn man ALG-2-Bezieher ist, hat man ja schon mal oft geringe Anreize, viel zu verdienen. Wenn man weiß, ich werde auf Anhieb sowieso nicht schaffen, einen Vollzeitjob zu finden, von dem ich leben kann, dann ist der Anreiz einfach nicht da, sich einen Job zu suchen, wo man entweder Vollzeit arbeitet oder wo man mehr verdient. Wenn man eben weiß, ich bin jetzt alleinerziehende Mutter und werde sowieso nicht über das hinausbekommen an Verdienst, was ich von einer staatlichen Sicherung für mich und mein Kind bekomme. Wäre nicht die einfache Lösung, einfach die Zuverdienstmöglichkeiten stark zu erhöhen? Und wären nicht die Möglichkeiten, einfach die Zuverdienstmodelle zu verändern? Also bei den jungen Liberalen haben wir da das Modell der degressiven Zuverdienstes. Das heißt, wer nur ein bisschen dazu verdient, vielleicht 10 Stunden die Woche, der darf weniger prozentual behalten als jemand, der Vollzeit arbeitet, aber nicht davon leben kann, weil er eben davon nicht leben kann, weil er Kinder hat oder weil jemand vorher keine Ausbildung hatte und erst noch Berufserfahrung sammeln muss. Oder die anderen Beispiele hatten wir ja schon, jemand, der sich noch gesundheitlich rehabilitieren muss. Also warum überlassen wir nicht den Menschen einfach selbst, um ihr Gehalt zu verhandeln? Denn die Beispiele, die wir hatten mit der Friseurin, wenn ich Friseurin bin und ich verdiene 3 Euro die Stunde und meine Lebenskosten sind aber gestiegen in den letzten Jahren und ich verdiene immer noch 3 Euro die Stunde, dann mache ich mich doch entweder selbstständig oder ich beantrage Meister-BAföG, um mich legal selbstständig machen zu können, selbst einen Laden aufmachen zu können. Also die Wahrheit ist doch, die Menschen verdienen 3 Euro die Stunde, weil der Lohn da nicht höher geht, weil die Menschen nicht bereit sind, in manchen Gebieten, wo es ein Überangebot an Friseuren gibt, mehr zu bezahlen. Also warum akzeptieren wir nicht, dass die Menschen selbst ihren Lohn raushandeln müssen, aber einfach den Anreiz dazu setzen müssen? Ja, das waren jetzt 2 Fragen. Einmal, arbeiten wir nicht besser mit Hinzuverdienstmöglichkeiten? Das ist, glaube ich, so die Kernfrage gewesen. An wen richtet sich die Frage? Das richtet sich natürlich an einerseits Herrn Dr. Ballwey und andererseits natürlich an Johannes Vogel. Also Herr Dr. Ballwey, warum nicht einfach Hinzuverdienstgrenzen liberalisieren? Ja, ich glaube, da ist eine ganze Menge dran an dem, was Sie gesagt haben. Ich halte es auch für sehr wichtig, sich diese Hinzuverdienstgrenzen sehr, sehr genau anzuschauen. Wir haben da auch eine Reihe von Simulationsrechnungen gemacht, die nämlich sich genau mit dem auseinandergesetzt haben, was Sie angesprochen haben, nämlich die Frage der Erwerbsanreize. Das war ja eben schon bei dem Mindestlohn auch aufgeschieden, das ist da ein Punkt.
Aber generell gilt das natürlich auch bei der Frage, was behalte ich sozusagen von meinem Erwerbseinkommen? Denn eben haben wir eben über Sozialabgaben und Steuern gesprochen. Jetzt geht es dann auch noch, wenn ich Verdienste erziele, auch noch darum, dass mir dann noch ein Teil meiner Leistung dann auch genommen wird. Also ein weiterer sozusagen Belastungsfaktor auftritt. Und ich halte es für absolut richtig, sagen wir mal, bei kleineren Hinzuverdiensten letztendlich weniger zu lassen und dies so umzugestalten, dass bei höheren, sagen wir mal, Einkommen dann am Ende mehr bleibt. Wir müssen allerdings eines dabei betrachten, das ist der Punkt, dass wir natürlich teilweise familiäre Konstellationen haben, wo es in naher Zukunft möglicherweise unrealistisch ist, für die Personen ein existenzsicherndes Einkommen zu erreichen, solange wir nicht an einem ganz anderen Hebel ansetzen, der nämlich dann etwas zu tun hat mit Betreuungsfragen. Also wenn wir jetzt die Alleinerziehenden nehmen oder wir nehmen auch den Mehrpersonenhaushalt mit Kindern, wo wir ja im Grunde sogar zwei erwerbsfähige Personen im Haushalt hätten, die den Unterhalt sichern können. Also von da aus wäre es eine sehr, sehr wertvolle Rahmenbedingung, wenn wir, sagen wir mal, Mittel auch in die Hand nehmen, um überhaupt Menschen in die Lage zu versetzen, letztendlich dann diese Erwerbstätigkeit auch wahrzunehmen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, das haben wir auch in Analysen nochmal jetzt auch belegen können, die einfach gesundheitliche Beeinträchtigung. Das muss man auch ganz klar sagen, im Grundsicherungssystem, für die ist nicht viel mehr drin als eine Teilzeitbeschäftigung, weil es deren, sagen wir mal, dann körperliche oder mentale Verfassung auch nicht zulässt. Aber ich halte den Grundgedanken für absolut richtig und ich glaube, man muss auch dafür, denke ich, auch dann, denke ich, die politischen Mehrheiten finden, um da einen Fortschritt zu erreichen. Ja, also bessere Zuverdienstmöglichkeiten, ja, aber nicht streng alternativ, oder? Nicht streng alternativ, nein, das sehe ich definitiv als etwas ergänzend. Je mehr man natürlich tut bei den Hinzuverdienstmöglichkeiten, desto mehr Personen kriege ich ins System, das ist ganz klar. Und desto eher wird das relevant, was ich gesagt habe, desto eher brauche ich einen Mindestlohn. Ja, herzlichen Dank. Johannes Vogel, bitte. Ja, ich stimme Herrn Dr. Wallwey bis auf den letzten Satz 100% zu. Das ist doch kein Widerspruch. Überhaupt kein Widerspruch. Tarifliche Lohnuntergrenzen, wie diskutiert, sind in meinen Augen vernünftig und auch richtig, sich dazu zu bekennen. Aber trotzdem brauchen wir die Reform der Zuverdienstgrenzen im Arbeitslosengeld II nach dem Modell des liberalen Bürgergelds, und zwar ganz dringend. Und zwar für die breite Mehrheit der Aufstocker. Die breite Mehrheit der Aufstocker stockt nämlich überhaupt nicht wegen der Lohnhöhe auf. Das sind 900.000 Menschen, die nur Teilzeit arbeiten. Übrigens nicht nur Teilzeit, sondern in aller Regel im Minijob. Das heißt, da ist nicht die Stundenlohnhöhe die Frage, sondern die verdienen im Monat wenig, weil die nur wenig Stunden arbeiten. Und warum? Ja, liegt auf der Hand. Die ersten 100 Euro, wenn man sich Schritt für Schritt aus Arbeitslosengeld II hocharbeiten will. Und das geht manchmal erst nach und nach. Dann kriegt man erst einen Minijob, dann vielleicht einen Teilzeitjob angeboten. Und wenn dann man die Arbeitszeit steigern kann, ja, dann erfährt man ja, okay, die ersten 100 Euro kann ich behalten. Und von jedem Euro, den ich darüber hinaus verdiene, muss ich 80 Cent abgeben. Das ist doch absurd. Deswegen gehört das dringend reformiert. Macht mich rasend, dass die Union dazu bisher nicht bereit war. Ist ein zentrales Thema für die nächste Legislaturperiode. Nur, das ist überhaupt kein Widerspruch zur tariflichen Lohnuntergrenze. Wir brauchen beides. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Herzlichen Dank. Wir sind ja eine bürgerliche Partei und wollen es auch unseren Referenten ermöglichen, zu bürgerlichen Zeiten nach Hause zurückzukehren. Deshalb, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Fragen noch. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich diese letzten 3 Fragen dann sammeln und dann gemeinsam beantworten lassen, so dass wir dann zu zivilisierten Zeiten die Veranstaltung auch beenden können. So, ich komme einmal rum und am besten wieder präzise auch an einen der Podiumsteilnehmer richten. Gerne. Schönen Dank. Also ich möchte gerne eine Frage stellen. Ich höre zwar nicht den Berufsstand an, aber ich würde den gerne vertreten wollen, weil doch einige bei mir im Bekanntenkreis dem angehören, und zwar dem nichtärztlichen Heilberufen. Das sind also Physiotherapeuten, das sind Heilpraktiker, das sind Hebammen und so weiter. Und die unterliegen bei einem Mindestlohn der Deckung durch die Krankenkassen. Und die sind heute schon nicht ausreichend. Ich denke mir, man muss noch darüber nachdenken, Herr Vogel, an Sie gerichtet, wie Sie das Problem lösen wollen. Also klare Frage an Johannes Vogel. Bitte merken, wir sammeln. Die nächste Frage war hier vorne. Bitte schön. Ich möchte
vorher noch eine kleine Bemerkung zu den Friseurinnen machen. Ein Vergleich. Ich habe in England, also in Deutschland ist in jedem Dorf sind Friseure, in jeder Stadt mehrere, aber in England aus Gründen der Kosten in jeder Stadt vielleicht ein oder noch nicht mal in jeder Stadt Friseure. Und zwar, die sind so zusammengeschrumpft, weil das finanziell für viele gar nicht mehr tragbar ist. Und jetzt, das war nur allgemein, jetzt meine persönliche Frage. Wie sieht das denn aus, wenn so eine Firma wie Amazon ankommt und Leute aus anderen Ländern nach Deutschland kart, Amazon zahlt keine Steuern, nutzt aber unsere Infrastruktur und bringt nun Leute zu Dumpinglöhnen hier rein. Wie wird das, da muss ich diese Frage an Herrn Vogel stellen, wie wird das gehandhabt, wie wollen Sie damit umgehen? Also die nächste Frage an Johannes Vogel, bitte merken. Bitte. Guten Abend, ich hatte drei Fragen. Einmal an Herrn Alder, die haben viel Geschichte erzählt. Es wird immer gesagt, wir müssen jetzt alle Verbindlichkeit erklären. Aber eine Ursache ist auch, glaube ich, auch, dass Rot-Grün eine Tariföffnungsklausel eingeführt hat. Die hat die Tarifautonomie ja eigentlich ausgehöhlt. War auch eine kleine Ursache, eine Lohntarif. Müssen wir nicht auch darüber reden? Dann an Herrn Vogel. Es wird ja immer auch gesagt, wir müssen mal aufstocken, Schuhschüsse machen und so weiter. Es kann aber auch dazu führen, vielleicht einige Unternehmen Mitnahmeeffekte nehmen. Das heißt, vielleicht auch nutzen könnten. Zum Beispiel Schuhschusskombilöhne müssen wir nicht darüber belegen, wenn das Unternehmen den Herrn, die Person nicht übernimmt, dass auch bestraft, das Geld wieder zurückzahlen müssen. Weil also nehmen wir an, ein Unternehmer nimmt den Mann ein, bekommt Schuhschüsse vom Arbeitsamt und übernimmt den Person aber nicht. Müsste dann nicht auch sagen, okay, dann muss er wieder Geld wieder zurückzahlen. Und dann einmal an die Wirtschaft. Hauptproblem bei Langzeitarbeitslosen ist eben, die sind lange weg und den gering qualifiziert. Da traut sich kein Arbeitgeber, den einzustellen, weil er Angst hat, er muss er einarbeiten. Eine Sache, die überhaupt nicht geredet wurde, ist die Qualifizierungsmöglichkeiten. Es gibt also sehr viele, immer mehr Schulungen. Man kann Schulungen machen für SAP-Anwendungen und so weiter. Und wenn man ja Zertifikate holt und Qualifizierungsmaßnahmen erfolgreich abschließt, dann steigt doch nicht die Chancen, doch, dass Arbeitgeber sagt, ich gebe denen doch vielleicht eine Chance. Weil es gibt immer, wie wir gesagt haben, wir müssen die H4-Sätze erhöhen, das kostet ja Geld. Sollte man nicht lieber das Geld in Qualifizierungsmaßnahmen einsetzen, damit überhaupt eine Chance wieder reinzukommen? Okay, also drei Fragen, zwei an Johannes Vogel, eine an Ulrich Alder. Johannes, eine ganze Fragenbatterie ging in deine Richtung. Möchtest du beginnen? Gerne. Ich bitte um Verständnis, dass ich kurz mache, weil der Herr links neben mir gerade verraten hat, dass er seinen Zug bekommen muss in wenigen Minuten. Das wollen wir ermöglichen. Ich mache es ganz knapp und stehe gerne danach noch für bilaterale Diskussionen zur Verfügung. Ja, müssen wir drüber nachdenken. Wir können es ja gleich vertiefen, aber ist, glaube ich, nicht über das Thema Lohnuntergrenzen zu lösen. Aber Sie weisen darauf hin, natürlich diskutieren wir heute eine Teilfrage am Arbeitsmarkt, die nicht jede andere Frage beantwortet. Das haben wir eben auch schon gestreift. Das muss klar sein. Es gibt viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das Thema, was ist mit Zuschüssen? Genau. Ich glaube, das Problem bei Ihrer Frage ist, die kriegt ja nicht der Arbeitgeber, sondern die kriegt ja der Einzelne. Der Arbeitnehmer kriegt ja aufstockende Sozialleistungen. Dem würde ich nicht zumuten wollen, die zurückzuzahlen. Und wie gesagt, wir müssen das trennen. Die allermeisten kriegen das wegen einer großen Familie oder weil sie Teilzeit arbeiten. Ich glaube, da ist es gut und eine Errungenschaft unserer sozialen Marktwirtschaft und unserer Solidargemeinschaft, dass wir das tun. Das würde ich ungern zurückzahlen wollen. Es ist richtig, sich Gedanken zu machen, wie sorgen wir dafür, dass jemand, der allein steht und Vollzeit arbeitet, darauf nicht dauerhaft angewiesen ist. Da geht es um Qualifikation, Aufstieg und natürlich auch um Lohnuntergrenzen. Übrigens, alle tariflichen Lohnuntergrenzen, die wir haben, sorgen dafür, dass die Leute so gut bezahlt werden, dass sie das nicht dauerhaft müssen. Aber es werden eben Ausnahmen für den Einstieg geschaffen. Letzter Punkt, das Thema Amazon. Amazon wurde ja breit diskutiert. Man muss eins wissen, Amazon hat 8,52 Euro in der niedrigsten Lohngruppe gezahlt. Also man kann Amazon für viele Dinge als Beispiel nehmen, aber nicht für eine Lohnproblematik. Das ist erstens wichtig zu sagen. So ist deshalb auch kein Argument für einen gesetzlichen Mindestlohn. Zweitens, trotzdem ist bei Amazon viel schiefgelaufen. Nur im Regelfalle waren das übrigens Punkte, wo nicht das Recht das Problem war, sondern der Rechtsbruch. Es ist verboten, einen Sicherheitsdienst zu installieren, der in die Wohnung von Arbeitnehmern eindringt. Und da gibt es nur eine Antwort in einem Rechtsstaat. Ahndung. Durchsetzung der Gesetze. Da müssen wir nicht an dem Recht was verändern, sondern dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. Deshalb ist es auch gut, dass das im Fall Amazon jetzt passiert.
Herr Alder. Ja, danke. Also nur ganz kurz nochmal zu Amazon. Ich glaube auch nicht alles, was da berichtet worden ist. Glauben Sie mir das. Und wie Johannes Vogel schon sagt, wenn da sowas ist, ist es Fall für den Staatsanwalt und nicht fürs Tarifrecht. Von der Bundesagentur habe ich übrigens von ganz berufenem Munde gehört, man hat den Auftrag auch ordnungsgemäß angenommen, ausgeführt und wusste nicht, dass noch eine Firma dazwischen geschaltet war. Ja, also das sind, und mit dem Steuern stimme ich hinzu, die zahlen ich tatsächlich nicht. Tariföffnungsklausel. Ja, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, Rot-Grün hat damals Sachen gemacht, die uns, da wo wir für erschossen worden wären. Definitiv. Ja? Ich habe ein Konzept erstellt mit Frau Afradi zusammen, wo definitiv drinsteht, wenn wir diese Änderungen damals alle gemacht hätten, diese Liberalisierung, ja, dann hätten die definitiv uns medial schon fertig gemacht. So, die, an diesen Sachen ist das zum Teil heute so, dass es sind gewisse Auswüchse da, da stimme ich Ihnen ja zu. Ja. Und das hat man halt zugelassen und das sind ja genau die Sachen, weswegen wir heute hier zusammensitzen. Und das ist auch das, was ich ja berichtet habe über die Zeit wieder, es ist jede Sache, die man im guten Sinne macht, hat irgendwann wieder Auswüchse, wo man dann sagen müssen, die müssen wir jetzt tatsächlich wieder ein bisschen einstellen. Ja? Und ich glaube, damit ist doch letztendlich auch das, was wir vielleicht falsch gemacht haben in irgendeiner Zeit, auch da müssen wir nachjustieren. Machen wir uns mal nichts vor. Ich komme aus der Stadt von Lieselotte Funke. Und Lieselotte Funke hat zu ihrem 90. Geburtstag eins gesagt, auf ihre ganzen Laudatios, die da vorher waren. Ja? Vieles, was sich damals toll anhörte, wirkt doch heute eher matt. Und da sollten wir uns für euch dran halten. Herzlichen Dank, Herr Alder. Ich glaube, das war deshalb ein tolles Schlusswort, weil dieser Satz für nichts mehr steht, als dass man dazulernen muss, dass man auf die Dinge selbst schauen muss, wie Walter Eucken gesagt hat, und dann passgenaue Lösungen finden muss für die Situation. Meine Herren, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, ich spreche im Namen des Publikums, wenn ich sage, wir haben viel dazu gelernt. Ganz herzlichen Dank. Diese Veranstaltung wird der FDP nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern ich glaube in ganz Deutschland auch helfen, das Thema adäquat auf hohem Niveau zu diskutieren, nicht nur bei unserem anstehenden Landesparteitag, sondern auch bei unserem Bundesparteitag, wo wir uns dem Thema widmen werden. Ich freue mich auf die Debatten, habe viel dazu gelernt, ich glaube viel im Publikum auch. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie gerne auch bald wieder zu anderen Themen und anderen Veranstaltungen. Wir haben Ihren Sachverstand sehr genossen. Meine Damen und Herren, auch Ihnen herzlichen Dank. Kommen auch Sie gut nach Hause zu bürgerlich zivilisierten Zeiten.